Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Trains in World 2 auf meinem Kanal. Die Cane Creek Subdivision soll die nächsten 3 Tage tatsächlich unser Thema werden. Und mit 3 Tage meine ich auch 3 Tage. Wir haben hier nämlich eine Aufgabe oder Szenarien, die zusammengehören. Die ersten 3 Kapitel hier haben wir schon abgeschlossen. Und hier haben wir im Kapitel 4 den Potash Local. Dort haben wir einmal Thompson nach 7 Mile. Das Ding geht 80 Minuten. Dann haben wir 120 Minuten von 7 Mile nach Potash. Und nochmal 90 Minuten, glaube ich, waren es von Potash nach Thompson. Wir fangen oben mit Teil 1 an. Und werden uns da jetzt die nächsten 3 Tage durcharbeiten. Das heißt, ich werde jetzt hier gnadenlos 5 Stunden aufnehmen. Und dann haben wir am Ende der Woche dann diesen 3-Teiler auch abgeschlossen. Und dann, denke ich mal, werden wir uns mal wieder so ein bisschen Richtung Europa begeben. Ein bisschen USA lasse ich das Ganze jetzt. Union Pacific Fahrdienstleiter LDG 51. Sie haben die Freigabe vorbehaltlich der Signale auf der Green River Subdivision nach Westen bis Brendel zu fahren und in Cane Creek Subdivision einzufahren. Sie haben Gleisfreigabe, um den Zweig zwischen Brendel und Potash mit Arbeiten auf der Strecke zu befahren. Fahrdienstleiter Ende. Also wir haben unterwegs ein paar Dinge, die uns in den Weg kommen. Ja, ich muss mal die Instrumentenbeleuchtung erstmal anmachen. Dann gucken wir mal kurz, ob wir vorne überhaupt ein Kennlicht haben. Das haben wir natürlich nicht, das machen wir dann auch nochmal an. Aber das sieht doch gut aus. Und dann würde ich sagen, den da weg. Und wir können losfahren. Wie viele Tonnen haben wir denn? 1600 Tonnen, das geht. Wie viele Loks haben wir? Vorne haben wir 3 und hinten haben wir erstmal keine. Okay, dann ist das erstmal ja gar nicht so anspruchsvoll, das ganze Ding hier. Können wir erstmal ganz gemütlich losfahren. Sofern die Bremsen natürlich gelöst haben. Was sie nicht tun. Ah ne, doch, das funktioniert doch. Das Problem, die Bremsen sind gelöst. Versuchen wir es nochmal. Geben wir ein bisschen mehr Stoff. Alarm machen wir auch an, Warnanzeige. Ah, jetzt kommt er doch. Kommt da doch irgendwas nicht? Führung wird abgeschaltet. Abschaltventil ist auch offen. Irgendwas fest. Da eigentlich sind die Bremsen gelöst. Irgendwas ist hier noch nicht richtig. Gucken wir es jetzt nochmal. Irgendwas ist da noch nicht richtig. Jetzt müssen wir suchen. Jetzt müssen wir mal gucken, was hier nicht richtig ist. Also, wir prüfen mal zuallererst die Handbremse an unserem Zug. Die ist gelöst. Irgendwas ist noch nicht richtig. Richtungswende ist vorwärts. Der ist im Leerlauf, soll er ja auch. Dynamik, die Bremse ist aus, Motorstart ein, Generatorfeld ist alles ein. Irgendwas stimmt hier noch nicht. Ist aber nicht was. Gehen wir mal auf die hintere Lokomotiven. Schauen uns da nochmal um. Ob da vielleicht der Fehler begraben liegt. Nachziehen oder 26, das passt. Das Bremsventil hier ist auch abgesperrt. Da muss ja auch auf abgesperrt sein, sonst greift er mir hier vorne dazwischen. Das ist schon richtig. Dann nicht die führende Lokomotive. Also die Lokomotive passt. Handbremse ist gelöst. So, nächste Lokomotive. So, 18 oder 26, das passt. Okay. Wo liegt jetzt das Problem?
Da ist der Wagenpark hinten einfach noch nicht gelöst. Na, eigentlich schon. Also Bremsdruck haben wir genug. Ah, jetzt kommt er. Okay, dann hat es wahrscheinlich doch daran gelegen, dass der Zug noch nicht komplett gelöst war. Jetzt scheint es ja zu funktionieren. So, auf geht's. 17 Meilen bis nach Cane Creek, Nebenstrecke 7 Mile. Kurz überprüfen, ob ich alles anhab. Jawohl, das passt auch. Dann geben wir doch erstmal Gas. Wo sind wir überhaupt? Ganz am Ende, ne? Jawohl. Bisschen befremdlich, dass da hinten die Schläuche noch so rumfliegen. Mal das erste Thumbnail schon mal machen. Gut, dann fahren wir erstmal nach Cane Creek. Unterwegs sollen ja noch Arbeiten auf uns zukommen. Schalten wir ab, lassen runterrollen. 1 Promille Gefälle nach vorne. Aber es ist auch keine Kunst mit diesem Zug hier, das Ganze zu zaubern. War auch nicht sehr schwer, da haben wir schon Schwereres gefahren hier. Den Alarm mal wieder anmachen. Unser erstes Ziel ist schon mitten auf der Strecke, ne? Ja. Also biegen wir jetzt gleich erstmal gemütlich ab. Und dann ist ja eh vorbei mit schnell, weil die ganze Strecke bis runter nach Thompson ja alles mit 25 km/h befahren wird. Oder mit maximal 25 km/h. Gibt ja auch teilweise Stellen mit 20. Wir das erstmal bremsen, sonst wären wir zu schnell. Und bei einer Meile würde ich mal anfangen mit der dynamischen Bremse, so langsam auf die 25 runter zu bremsen. Da kommen sie auch schon, weil das war eine Geschwindigkeitsvorankündigung, aber halt nicht die, die ich jetzt bräuchte. Auf der Strecke freue ich mich schon drauf, die Collectibles zu suchen, habe ich gar keinen Bock drauf.
Oh, die dynamische Bremse macht das ganz gut. Da würde ich mit der Luft wahrscheinlich gar nicht eingreifen. Und dann biegen wir da vorne ja auch schon ab. Dann machen wir sie komplett aus. 4 Promille vorwärts, geht bergab. Total entspannt hier ist Fahren hier. Frag mich nur, wo dieser Schatten hierher kommt. Das ist einfach nur dunkle Erde, ne? Ja. Das ist Gleisbett quasi. Sieht immer so ein bisschen aus, als wäre das Schatten. Haben sie das gepatcht oder gefixt oder reingefügt? Kann ich mich nicht daran erinnern, dass das vorher auch schon so war. Wir haben mittendrin sogar noch 2 Kessel am Mitlaufen. Kleiner gemischter Güterzug. Für amerikanische Verhältnisse klein. Hatten der 815 Yard. Jetzt hört man auch das Gebimmel. Dann geht es mitten durch die Wüste. Es werden nicht sehr interessante Szenarien für euch werden. Die Ken Creek ist ja durch die langsame Befahrbarkeit von 25 maximal auf den meisten Stellen ja nicht sehr aufregend, sage ich mal, zu fahren. Ich hoffe mal, diese Szenarien, die bringen so ein bisschen Abwechslung noch mit rein. Das werden wir uns jetzt aber auch dann zusammen anschauen. Ich bin ja immer noch ein großer Fan dieser Strecke, auch wenn ich der Meinung bin, dass sie nicht 30 Euro wert ist, sage ich aber trotzdem, dass es keine schlechte Strecke ist. Ne? Das ist ganz wichtig. Also, wenn ich sage, das Ding, also ein DLC ist jetzt nicht das Geld wert, dann sage ich nicht, dass es schlecht ist, sondern dann sage ich einfach nur, dass es dafür einfach zu wenig ist. Aber als Erstlingswerk von Skyhawk für Trains in World 2 ist es ein sehr schönes DLC. Muss man einfach auch mal so sagen. Haben sie natürlich hier die Vorschuss-Lorbeeren, die sie sich hier bei Ken Creek abgeholt haben, haben sie sich mit der 187 natürlich bei mir wieder ganz, ganz, ganz stark kaputt gemacht. Ich hoffe, dass das in der Zukunft besser wird und vor allem hoffe ich, dass in der Zukunft der ganze Schrott von der 187 gefixt wird. Aber da hört man ja von DTG auch immer nur die Aussage, ja, es ist ja fertig, aber wir veröffentlichen es halt noch nicht, warum auch immer. Aber Cane Creek, auf jeden Fall, wenn solltet ihr die für unter 20 Euro irgendwo bekommen, dann greift zu. Also es macht auf jeden Fall Laune, auch mal so ein bisschen gemütlicher unterwegs zu sein. Die West Somerset Railway ist ja auch so eine Eisenbahnstrecke, auf der wir eigentlich relativ entspannt unterwegs sind, die aber trotzdem unheimlich viel Spaß macht. Hier halt dasselbe. Ist nicht sehr aufregend, aber Spaß macht es schon. Bin mal gespannt, was die Szenarien jetzt bringen und ich bin die ganze Zeit überlegen, wie ich die freien Szenarien, die es ja hier auch noch gibt, euch noch verkaufen kann. Die gibt es ja nicht nur hier, die gibt es auch auf der Sandpatch Great gibt es, glaube ich, ein freies Szenario. Aber mal gucken. Die müssten auf jeden Fall eigentlich auch befahren werden. Mal schauen, wie wir das hinkriegen.
War ganz gemütlich hier. E-Bremse auf Stufe 4 reicht voll und ganz an der Stelle. Braucht man eigentlich auch nur auslösen. Mal Alarm drücken. Ich bin mal gespannt hier, ob wir wirklich unterwegs noch was zu tun bekommen. Interessanter Teil der Strecke, der kommt ja erst später. Man müsste sich mal hinterfragen, warum man hier eigentlich nur so langsam fahren darf, weil eigentlich geht es ja jetzt hier an der Stelle erstmal nur schnurgeradeaus. Frage, ob das mit dem Zustand der Schienen in der Realität zu tun hat oder einfach nur wegen Tiere oder wegen anderen Sachen. Mal ein bisschen quittieren hier. Hier wird auch noch eine Zwangsbremsung. Ganzen Wasserspender, so mitten auf der Strecke. Das können wir im freien Spiel vielleicht machen, tatsächlich. Collectibles sammeln.
Können wir die E-Bremse mal ein bisschen mehr auslösen? Nur 5 Promille Gefälle. Noch weiter auslösen. Komplett auslösen. Lassen wir ihn erstmal rollen. Schon wieder Gas geben. Obwohl wir 5 Promille Gefälle haben, müsste der Zug eigentlich schneller werden. Aber zumindest ein bisschen Abwechslung. Gas geben, bremsen. Wieder bei 1 Promille. Ja, jetzt ist schon wieder vorbei mit dem Gefälle. Lass mal rollen. Auch wenn es so 4 Promille sind. Ja. Da man ist so ein bisschen hin und her gerissen mit Gas geben und Bremsen. Ein bisschen aufschalten. Können wir noch mal ein bisschen mehr Gas geben. Mal in der Ebene.
ein bisschen Gas geben. Ja, es ist halt wirklich nicht so aufregend hier auf der Cane Creek. Vielleicht haben wir in den nächsten zwei Folgen irgendwas mit Verladung und so noch zu tun, dass wir dann da noch ein bisschen Abwechslung kriegen. Boah, jetzt sind wir schon wieder mit 7 Promille Gefälle. Da noch mal Meilen. Bis zum ersten über einen Ort fahren, da sind wir noch nicht am Ziel, ne? Da kommt noch ein bisschen was. Also richtig tiefenentspannt, die Cane Creek. Braucht man sich keine Aufregung machen hier. Keine Signale, die plötzlich kommen. Nur ein bisschen Gefälle.
Das ist aber richtig steil hier nach oben. Kann man mal ein bisschen mehr Gas geben noch. Das ist halt Cane Creek. Als Let's Play für euch natürlich total uninteressant. Aber muss gemacht werden. Immer wieder so ein bisschen hin und her beschleunigen. Haben wir gleich den ersten Berg geschafft. Vorne wäre der nächste Wasserspender. Schade, dass man nicht einfach raushüpfen kann. Ja, doch, würde schon gehen, aber sieht scheiße aus in so einem Let's Play. Und da haben wir wieder Flying Stones. Ein bekanntes Phänomen in den Wüsten von den Vereinigten Staaten von Amerika. Steine, die fliegen. Heute ist hier großer Trains with Worlds. Sonntags sehe ich hier gerade. Alle warten sie gerade aufs Spiel hier. Bin ich nicht der Einzige. Kann ein bisschen langsamer werden. Jetzt geht's wieder in die Ebene. Geht sogar bergab mit 5 Promille. So, jetzt geht's wieder ans Bremsen. 9 Promille. Warum wirst du nicht schneller, Kollege?
Und dann gucken wir gleich mal, was passiert, wenn wir die 5 Meilen dann noch gefahren haben. So, Stufe 1 schon mal einlegen, dynamische Bremse, damit die schon mal ein bisschen vorwirken kann. Das dauert bei den Dieselmaschinen immer ein bisschen. Und da wäre die nächste Streckenbeschreibung. Streckenkarten sind das ja hier. Oder? Doch, ich glaube, es gibt beides, ne? Mal gucken. Das wäre eine Streckenbeschreibung, ja. Jetzt wird es aber richtig steil hier. Noch ein bisschen mehr bremsen. Auf 4,3 Meilen noch. Das ist dann vor der zweigleisigen kurzen Stelle, die wir hier haben. Vielleicht müssen wir da irgendwas rumrangieren oder so, ich weiß es nicht. Wir gucken mal. Ich mag jetzt nicht hier nachgucken. Das wäre ein bisschen doof. Weil dann wüssten wir schon, ob was passiert. Cane Creek ist schon eine Herausforderung. Muss man echt viel Geduld mitbringen. Die Hälfte von dem Szenario haben wir jetzt rum, 40 Minuten. Bin mal gespannt, ob was noch auf uns zukommt, heute Morgen und übermorgen. Im nächsten Szenario 120 Minuten, das ist schon eine heftige Nummer.
haben wir da drüben für eine Anlage? Könnte ein Flughafen sein. Flughafen ist das nicht irgendwo. Doch, doch, könnte ein Flughafen sein. Aber nichts Besonderes hier. Oh, deutsche Sirenen. Ich wusste gar nicht, dass wir auch in Deutschland löschen. Oh, oh. Mal ein bisschen Gas geben hier. So, da sind wieder die Flying Stones unterwegs. Ich glaube, das ist so ein einheitliches Ding, was sie da überall hingebaut haben. Vielleicht wird hier noch ein bisschen was gefixt, aber so viel muss an der Strecke meines Erachtens nicht gefixt werden. Die läuft so ganz gut. Und ich fand die Tutorials zu den Lokomotiven auch unglaublich gut hier auf der Strecke. Oh. Wieder so ein Niesanfall. Jetzt müssen wir aber wieder ein bisschen bremsen und die Maus vor allem wegmachen. Immer schön weiter hier bergab. Haben wir gleich den ersten Wegpunkt erreicht. Dann gucken wir, wie es weitergeht. Bisschen Geschichte, Story wäre nicht schlecht für so eine Einteiler. Wieder bergab. So die Herausforderung hier mit dem Berg hoch, Berg runter und der langsamen Geschwindigkeit, wo man relativ schnell auf zu hohe Geschwindigkeiten kommt. Mal gucken hier mit den Weichen.
Können wir wieder ein bisschen Gas geben. Eine Meile noch. Dann nicht Gas geben. Jetzt bin ich gespannt, was passiert. Oh, guck mal, da haben wir Flying Felsbrocken. Einmal durchfahren. Das sind so diese kleinen Fehler, die hier auf der Strecke immer noch da sind. So, Zugleiter, wir müssen unseren 10 leeren Schüttgutwagen auf dem Nebengleis in 7 Mile abstellen. Lassen Sie uns auf dem Hauptgleis halten, um dort mit der Arbeit zu beginnen. Jetzt wird es doch interessant. Dann gucken wir doch mal, wo wir hinwollen hier. Dann noch haben wir keinen Wegpunkt. So, nochmal warten. So, an einem Ort anhalten. Also, das Hauptgleis ist das innere Gleis. Und die Weiche ist da schon durchgestellt. Wunderbar. Dann wollen wir da mal den Zug auseinanderbauen. Hier kommen wir 2 Meilen nochmal. Bei 0,8 Promille immer noch Gas geben müssen. Sehr merkwürdig. Sehr schwerläufig, der Zug.
Ah, 4 Promille. Noch 3 Meilen. Dann rangieren wir mal ein bisschen. Und 50 Minuten, nee, fast 60 haben wir schon rum. Leute, ich weiß, das ist wirklich nicht sehr aufregend. Auch weil ich nicht viel zu erzählen habe. Gibt ja eigentlich momentan genug Themen, in denen man, oder über die man sich unterhalten könnte. Aber ihr wisst das ja, ich halte meinen Kanal eigentlich relativ unpolitisch. Abgesehen davon ist das ja eher was für eine Diskussionsrunde in dem Livestream. Ja. Das ist halt Cane Creek, ne? Ja, bekannt. Die Strecke, die nicht sehr viel Aufregung, aber zu tun haben wir doch genug. Weil es halt alles sich so zieht durch die Geschwindigkeit, was ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe. Alles unter 20 Euro, sage ich, Leute, greift zu. Dann habt ihr eine solide Strecke, die gut funktioniert. Wenig Bugs, außer Flying Stones. Aber das ist ja eher ein Gimmick. Noch mal ein bisschen Gas. Und die nächsten 2,3 Meilen. So, die Weichen standen. Ich bin mal gespannt, ob wir die Züge da in den Seitengleis drauf vielleicht so reinstellen müssen. Also die würde passen. Nee, würde nicht passen. Müssen wir drum herum fahren. Gas geben. Müssen wir mal Vollgas geben hier, 15 Promille. Noch ein bisschen Gas geben hier. Kann ja nicht wahr sein. Obwohl der Zug gar nicht so schwer ist, mit den 1400 Tonnen waren es, glaube ich. Ne, 1600. Weil die Puller-Eisenbahn.
aber noch 1,4. Also, geht gleich los hier mit Action. Gucken, dass wir nichts kaputt machen. So, die letzte Meile, jetzt geht's los. Jetzt kommt die Action, Leute. Nach einer Stunde und einer Minute geht das hier gleich rund. 30 Minuten haben wir noch vor uns. Ne, 20. Also so großartig rumrangieren wird hier wahrscheinlich nicht mehr sein. Ich gehe mal davon aus, dass wir morgen in der Folge dann wohl ein bisschen befüllen werden und so. So, der Berg ist jetzt auch vorbei. Das können wir wieder abschalten und dann lassen wir mal die 800 Yard rollen. Bereiten schon mal aufs Bremsen vor. Und da sollen wir jetzt aufs Nebengleis abstellen. Also, E-Bremse mal rein hier. Zielpunkt anmachen, bisher bei solchen Fahrten. Also aufs Nebengleis werden wir wahrscheinlich nicht fallen. Die Schildgutwagen sind ja alle vorne. Aber ich würde sagen, wir machen dann heute mal alles von Hand, damit wir noch ein bisschen mehr Action kriegen hier. So, dann gucken wir mal. So, E-Bremse lösen, also dynamische Bremse heißt es hier. Zugblätter, jetzt müssen wir alle Wagen hinter den 10 Schüttgutwagen abkuppeln. Dann laufen wir mal nach hinten. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Passt. Wunderbar. Also, erstmal nur die Schüttgutwagen wegstellen. Die gehen jetzt hier wahrscheinlich aufs Nebengleis. Einmal abziehen hier. Zack. Zugbegleiter, abgekuppelt. Diese 10 Schüttgutwagen sind auf dem Abstellgleis direkt neben uns zu sehen. Stellen Sie sicher, dass die Handweichen für unsere Fahrt ausgerichtet sind. Die sind neben uns zu sehen. Sag mal, den Text, den hat er auch ein Bekiffter geschrieben.
Also fahren wir die Dinger da mal rüber. Ah, ich hab die Tür hinten auf. So, Bremse lösen. So, die Wagen hinten, die bleiben stehen. Wunderbar. Das funktioniert soweit. So, der Rangierbegleiter, den brauchen wir hinten. Der Kollege. Der soll uns sagen, wenn wir über die Weiche gefahren sind. So, da ist unser Zielpunkt. Und der Rangierbegleiter, den brauchen wir auch gleich, weil der muss ja gucken, rückwärts beim Reinfahren, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Der Zugschluss muss ja besetzt sein beim Drücken. Zumindest mal für mein Verständnis. So, einmal anhalten. Weiche auf rechts drehen. Hallo? So, Weiche ist gedreht. Dann geht der Rangierbegleiter wieder zurück zu seinem Arbeitsplatz. Und dann geht es rückwärts ins Abstellgleis. Jetzt gehen die Schranken sogar runter, gibt's ja gar nicht. So, die letzten Meter. 50 Yard. So, dann wollen wir die Chance gerade mal nutzen, wenn wir eh schon hier sind. Das passt soweit. Wenn wir eh schon hier sind, nehmen wir da vorne nochmal ein Collectible mit. So, Sehenswürdigkeit gefunden. Brightline Information Board. This small rail yard originally served nearby mining operations, but see only little action these days. The yard was named after the nearby 7-Mile Wash. Okay. Wo ist das passende Bild dazu? Gibt's nicht. Okay. Also wieder zurück. Jetzt müssen wir wahrscheinlich mal ankuppeln. Abkuppeln und platziert. Wir kuppeln jetzt wieder an den Rest unseres Zuges an. Okay. Also nochmal vorne rüber, über die Weiche und ab dafür.
So, wir gehen nach hinten die Weiche umlegen. So, und dann geht's wieder rückwärts ran. Und dann sieht das nach Erledigung aus und dann geht's morgen weiter mit 120 Minuten. Das zieht sich hier auf der Cane Creek alles, aber ich muss es irgendwann mal spielen. Ich habe mich ewig lange hier davor gedrückt. Jetzt ist es endlich soweit. So, einmal rückwärts. Habe ich schon mal vorsichtig, habe doch den Rangierbegleiter raus. Rest des Zuges. Da geht's morgen nach Thompson. Und fertig. Angekuppelt. Gekuppelt und bereit. Wir können jetzt nach Potash weiterfahren. Er fährt von selber schon hier. So, da geht's dann morgen weiter. Richtung Potash. Gab sogar nur eine Silbermedaille. Ist ja witzig. Ah ja, okay, alles klar. Nicht sehr interessante Folge, Leute, muss ich ganz ehrlich sagen an der Stelle, aber wir müssen es durchziehen, da müsst ihr jetzt noch Nerven behalten. Es sind nur noch 2 Folgen, die so krass sind. Und dann, beziehungsweise vielleicht passt ihr ja morgen ein bisschen mehr, man weiß es nicht. Lasst ein Abo da, Daumen hoch, Kommentare werden von mir persönlich beantwortet und Discord, Link dazu wie immer in der Videobeschreibung, einfach dazukommen und auch außerhalb der Livestreams Kontakt mit der Community pflegen. In dem Sinne, einen schönen Abend und ein gepflegtes Reingehauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.